Weiter geht es mit einer neuen Folge Far Cry 6. Ich freue mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Und vielen Dank an die Leute, die das letzte Video bewertet haben. Wir sind jetzt hier am Steg und haben soweit hier vorne alles fertig gelootet. Jetzt gucken wir mal kurz. Haben wir hier noch irgendwas? Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Okay, was haben wir hier noch? Was zu lesen? Was haben wir hier? Tagebucheintrag. Langsam werde ich alt. Ja, so beginnen die meisten. Okay, let's go. Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu überredet. Sie hat sogar uns Fischer für ihren Libertad-Unsinn eingespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Hab 5 meiner besten Leute verloren. Jetzt kommt Clara an und will Boote und neue Rekruten. Ich bin eher Pirat als Fischer. Dafür kannst du dem Embargo danken. Mit unseren Booten holen wir Fischer aus dem Wasser und bringen Menschen und Schmuggelware an der Armee vorbei. Aber El Presidente hat die Schrauben angezogen. Die neue Kommandantin, Rosario, hält den ganzen Treibstoff unter Verschluss, damit Libertad ihn nicht kriegt. Legt jeden um, der sich auch nur in die Nähe wagt. Clara will, dass wir Libertad helfen? Dann erobere die Tankstation zurück. Töte Rosario. Hilf dabei, dass wieder Essen auf unseren Tisch kommt. Okay. Suerte, Mira. Treibstoff der Revolution. Töte und vernichte heißt die Mission. Danny, das Einzige, was besser ist als eine Guerriera, ist eine Guerriera mit einer geilen Karre. Willst du, dass ich eine klaue? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich habe einen Freund, der es direkt zu dir bringt. Gracias. Aber du hast keine Freunde, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Alles klar. Ja, Mann. Episch. Der Schweißbrenner. Neues Werkzeug. Geil, ey. Ah, hier war noch Schrott. So, wo haben wir jetzt das Auto? Hier ist auch noch Schrott. Mensch. So viel Schrott hier. Boah, wir haben so viel Scheiß bekommen, ne? Fahrzeuge. Du kannst dein Fahrzeug über das L1 halten, Waffenrad rufen. Dein Fahrzeug wird dann direkt zu dir ausgeliefert. Im Kofferraum kannst du bei Bedarf Munition auffüllen. Das ist immer eine coole Sache. Transportmittel ist auf dem Weg. Der kommt sogar nach hier gefahren. Wie der Mechaniker damals bei GTA. Darf ich... Pass gut drauf auf, Michita. Sieht gut aus. Danke, Bro. Sieht gut aus. Ey, geh mir aus dem Weg. So. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Wir fahren... Oh Gott. Wir fahren zuerst nach hier oben. In den Norden von... Vencejo. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Mann, das ist ein schickes Auto. Ja. Das ist kein Auto, Danny. Das ist eine 1956er Beaumont Valentina. Sie ist ein Kunstwerk, genau wie ich. Nur habe ich keinen Rambock, um jeden aus dem Weg zu räumen, der dir in die Quere kommt. Du bist definitiv einmalig. Und jetzt hol dir diese faschisten Tiger. Boah, und wie schnell die Karre ist. Ist ja unglaublich. Und das ist ja eigentlich so eine Möhre, ne? Wenn du die mal von außen betrachtest. Aber die ist extrem schnell. Hier vorne war noch irgendwas. Aber wir fahren jetzt erstmal zu den Punkten. Das andere machen wir dann später. Ich will erstmal hier zu diesem Waypoint. Du hast auch ein cooles Gefährt, Bro. Wow, 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 wow. Achtung. Ja, komm. Querfight bringt's auch manchmal. Hier sind die Gegner noch eine Ecke härter. Halt! Das Ding hat echt Speed drauf. Unglaublich. Okay, Raketenrucksack ist natürlich an. Ich hab gehört, du fährst in die Provinz Vencejo. Ja. Ich kümmere mich für Benito um ein Kommandantenproblem. Pass bloß auf. Das Militär in Vencejo ist viel stärker. Es ist besser ausgebildet und ausgerüstet. Such dir einen Aussichtspunkt und kundschafte alles aus, bevor du den Abzug drückst. Denk an Regel Nummer 9. Das richtige Werkzeug für den Job. Regel Nummer 10? Halt die Klappe. Gut, du bist der Arzt. Du triffst deine eigene Entscheidung. Breite deine Flügel aus. Flieg, kleine Freunde.
Oh mein Gott, hier geht's richtig ab. Okay. Alarm ist schon mal so weit aus. Kameras hab ich glaube ich auch jetzt kaputt geschossen. Boah, ey, die geben mir so hart auf die Fresse, ne? Hier, wie wär's mit ein bisschen Feuer? Boah, der ist gepanzert, der ist hart gepanzert. Guapo ist am Boden. Du, da hast mein Guapo getötet. Alter, der Typ, der hält Schüsse aus, ne? So viel Feuer. Ah, ich muss hier weg. Ich habe auch nicht mehr viel Leben. Ah, sie zieht sich die Kugel einfach raus. Aber die Animation war bei Far Cry sowieso schon immer hervorragend. Alter, warst du das gerade? Komm her. Dass du immer noch nicht tot bist. Der Typ immer noch fressen kann. So, endlich. Vielleicht ist Kommandant Rosario auch hier. Ja, komm, was soll der Geiz? Hier. Nimm das. Fertig. Guapo, steh wieder auf. Mein Buddy. Bester Buddy. Guck mal, was die Gegner hier hatten. Bisschen Metall. Da oben ist bestimmt nichts drauf. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Fahrzeugteile. Benzin. Immer wichtig. Hinter mir. Was machst du denn noch hier, Alter? Was schlägst du hier mein Haustier? Hier ist auch nichts mit drauf. Hier hinten noch was versteckt? Ich glaube hier nicht mehr, ne? Ne. Okay, gehen wir mal in den Bunker rein. Wir brauchen auf jeden Fall Munition. Müssen wir gleich mal aufstocken. Medizin nehme ich mit. Was haben wir hier? Eine Sprühdose. Und noch eine Schlüsselkarte zur Waffenkammer, die hier ist. Okay. Munition. Kann ich hier eigentlich... Nein, kann ich nicht. Okay, sehr gut. Hier lang. Sonst alles zu. Okay, was haben wir hier? Geilen Scheiß. Meine Güte, was eine geile Kiste. El General. Die Waffe macht bestimmt auch extrem wenig Schaden. Aber hat wahrscheinlich eine extrem hohe Feuerrate. Ballert alles nieder. Okay, hier ist nichts mehr soweit. Okay, erstes Ziel haben wir. Wir müssen auch in die Hauptbasis. Und noch hier vorne hin. Ah, das ist gleich um die Ecke. Ja, da können wir eigentlich direkt mal hinsteppen. So. Hier noch irgendwas. Hier ist noch ein bisschen Shroud. Ja. Wir müssen erstmal unser Auto wiederfinden. Ist das nicht irgendwo markiert? Doch, da vorne. Bro, was machst du hier, hä? Alter, das ist so brutal. Es ist so unglaublich brutal. Die Animationen sind so geil. Es hakt zwar immer mal ein bisschen, auch irgendwie beim Leiter runterklettern oder hochklettern. Da hakt es immer was. Es fühlt sich sehr ungeil an, sag ich jetzt mal. Ah, du bist mein Buddy. Aber die Animationen sind echt erste Sahne. Wo... Lass mich hier raus. Wie der aussteigt. Check dir mal vernünftig ein. Danke. So, direkt wieder Querfeld ein. Straßen kennen wir hier nicht. Aber das Far Cry, das ist einfach so. Und Gegner werden grundsätzlich überfahren. Alter, der Raketenwerfer dabei. Guido. Komm, gehen wir mal hier gucken, was es hier gibt. Mit einem Trecker. Ich will auch einen Trecker haben. Damit will ich einen Gegner umfahren. Okay, was haben wir hier? Lesen. Okay. Metall. Wichtig. Können wir hier noch rein? Nö.
Kann man nichts an den Autos machen? Irgendwie Benzin abzapfen oder sowas? Schade. Hier gibt es auch bestimmt geilen Scheiß, oder? Munition ein bisschen. Nix. Gar nix. Mager. Sehr mager. Das war ein absoluter Reinfall. Langsamer. Hast du gehört? Langsamer. So, hier vorne können wir noch was säubern. Ich weiß nicht, ob die Gegner immer wiederkommen. Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Warte mal. Du bist gut. Ja. Du hast einen Besen in der Hand. Du bist gut. Okay, hier vorne haben wir noch ein paar Gegner. Ach du meine Güte. Die campen ja alle hier vorne. Da vorne wird jemand festgenommen. Weichziehmunition sind die Schwachstellen von denen. Ich könnte auch einfach meinen Raketenrucksack einsetzen. Und dann patsch alle weg. Aber es wäre zu viel Lärm. Oh, der hat wieder einen Helm auf, ey. Der brauchst wieder ein ganzes Magazin, um da durchzukommen. Ja, komm her. Oh, no. Wie sie mich nicht sieht. Oha, wie er mich fast gesehen hätte. Was? Bei denen kriegst du dann wieder One Shot Down? Und sie nicht? Alles klar, das Spiel macht was will. Wer schießt hier auf mich? Hier, mach ihn fertig. Mach sie fertig. Ey, nicht hochheben. Guapo, komm. Guapo muss noch ein bisschen üben. Muss noch ein bisschen üben. Aber ein nettes Dörfchen hier. Gibt bestimmt einiges zu entdecken und einige Sammelobjekte zu finden. Ja, ja, man kennt es. Die Soldaten nehmen und nehmen und geben nichts ab. Unterdrücken die Menschen hier. Aber dafür sind wir ja jetzt da. Um dieses Problem zu lösen. Jetzt haben wir hier nichts mehr, ne? Okay, ich denke mal, du kannst hier überall nahezu in jedes Haus rein. Oh. Guck mal, wie sie da steht. Bist du böse? Ich will taufen für dich. Will keine Hunde töten. Böse Menschen? Alles klar, kein Problem. Achtung. Sollte man vielleicht doch mal lesen. Treibstoffrationierung. Ja. Hier ist gar nichts. Nur ein hässliches Auto. Wo ist denn mein Auto? Kann ich hier eigentlich rein? Oder sonst nehme ich einfach das Pferd. Ja, komm, hier. Ab, rein in die Möhre. Let's go. Fahren wir hier vorne. Hier sind wir direkt dran. Jetzt ist natürlich die Frage, wo waren wir jetzt schon? Wo waren wir noch nicht? Ja, nimm einfach alles mit. Bäume, egal. Bäume sind Nebensache. Okay, ich glaube, klug wird das hier nicht. Aber wir haben es irgendwie überlebt. Ein gepanzerter Truck. Ja, den nehme ich mit. Ah, das sieht böse aus hier. Das sieht sehr böse aus. Was haben wir denn hier? Erstmal das Handy rausholen. Das muss Rosario sein. Aha. Alles klar. Ziel entdeckt. What? Was war das? Wer hat da geschossen? Jetzt dreh die voll durch hier.
Wir gehen mal von der anderen Seite rein. Direkt in den Tank rein, komm. Ohne dass irgendjemand was merkt. Und plötzlich bewegt sich das Rohr in Richtung unserer Base? Was? Wo kommt denn das jetzt her? Und dann hörst du nur noch paff. Alle weg. Nee, sie dürfen mich nicht sehen. Sehen sie mich, wenn ich in dem Panzer drin bin? Ah, sie sehen mich, wenn ich einsteige. Okay. Alter, ein feindlicher Panzer. Komm schon, du bist noch nicht tot. Let's go. Schneller. Ja. Eigentlich hätte ich das nicht schaffen dürfen. Okay. Hier wird ja erklärt, wie wir am besten alles zu Fall bringen. Das heißt, jegliche militärische Vorräte zerstören oder stehlen, Standpunkte einnehmen, damit wir stärker werden. Ja, aber es ist ja alles Standard Far Cry. Kennen wir ja alles. Außer die, die Far Cry noch nicht kennen. Aber dann würde ich sagen, spiel Far Cry 3 oder guck dir erstmal Far Cry 3 an. Der Typ, ne, überlebt fast alles. Was ist mit ihm da? Guck mal, wie er hinter seinem mobilen Geschütz da steht. Kann ich hier durch? Glück gehabt, dass ich daneben geschossen habe. Jetzt wirst du überfahren. Was tust du jetzt, hä? So. Machen wir auch direkt weg. Können wir hier die Zäune wegsprengen? Einfach mit dem Panzer durchfahren oder sowas? Ich meine, das ist ein Panzer. Alles klar. Auch der Panzer hat seine Feinde. Der magische Zaun. Da kommt kein Panzer der Welt durch. Okay, steigen wir aus. Das war's. Jetzt fehlt nur noch der Boss. Du bist nicht der Boss. Was machst du hier noch? Bist du der Boss? Du schießt komplett daneben. Du kannst doch gar nicht der Boss sein. Adios, Arschloch. Alles klar, du warst der Boss, du warst einfach nur Kacke. Haben wir hier vorne noch ein bisschen Loot? Ich will da reingehen, können wir da irgendwie rein? Irgendwie muss man da doch reinkommen. Ich meine, die sind ja gerade rausgekommen. Oder war der Panzer schon vorher draußen? Ich hab's gar nicht mehr richtig gesehen. Hier gibt's Nüs. Das ist immer so prächtig. Gehst mal voller Vorfreude, gehst du dahin, denkst du, boah, ja, geiler Loot, und dann nix, Junge, du kriegst gar nix. Schießpulver. Ich will hier rein. Mann, ey. Okay, letztes Ziel, ein bisschen Schrott mitnehmen und gepanzertes Fahrzeug mitnehmen. Dich will ich fahren. Okay, gucken wir mal, wie weit wir hier fahren müssen. Wir könnten eigentlich das hier noch zerstören auf dem Weg. Wenn wir einmal da sind, weißt du? Wir fahren da jetzt einfach querfeld ein. Was natürlich wieder nicht geht. Eine Luftabwehr, okay. Da muss ich auf jeden Fall rein. Alter, das Ding lenkt sich ja richtig scheiße. Tut mir leid. Ich muss hier aber durch. Hier stehen so viele Feinde auf der Straße. Du kommst gar nicht dazu, die alle umzufahren. Schaffst du nicht. Far Cry 5 war das auch schon viel. Kamst gar nicht mehr hinterher. Rechts, links. Dann wird da wieder einer gefesselt. Und da stehen wieder Leute, Schmiere. Und da, guck mal, hier steht auch schon wieder einer. Bam. Wow, nicht erwischt. Scheiße. Überall hast du die Leute auf der Straße. Boah, das lenkt sich echt schwer. Und immer wenn du dann die Leute überfahren willst, ist immer ein Zivilist dabei, weißt du? Und dann denkst du dir auch so, na toll. Hat sich ja super gelohnt, die ganze Scheiße hier. Ja, nein, du bist ein Passant. Du bist auch ein Passant, du bist ein böser Hund anscheinend.
Was ist mit dir? Du bist ein Böser, ne? Ja, du bist ein Böser. Dich kann ich mitnehmen. Achtung! Könnt ihr nicht einfach so irrsinnig über eine Straße laufen? Was ist hier? Sperrung? Ey, aus dem Weg, Arschloch. Wo sind sie? Nein! Boah, du Sack. Oh, er hat's fast geschafft. Glück des Todes. Hier waren wir doch schon mal. Warum sind denn hier neue? Militärisches Ziel in der Nähe. Reparieren? Ja, komm, reparieren wir den Knut hier mal. Geht direkt weiter. Los. Aber es macht doch extrem Laune, die Leute hier umzufahren. Also so viel kann ich euch schon mal versprechen. Die Fahrzeuge sind ein bisschen schwergängig, aber mit diesem Trigger-Effekt über den Controller und dann diese Vibration, das fühlt sich alles schon ziemlich geil an. Was bist du? Passant? Passant? Erschossener Passant. Nicht gut. Auf dem Weg zum Treibstofflager. Benito will, dass ich es der Armee wieder abnehme. Das ist eine FND-Basis, Dani. Die Armee hat Potenzial. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir die Insel aus ihrem Vorgriff befreien. Ich tue, was ich kann, Clara. Alles klar, das war so knapp. Clara, ich bin am Lager. Libertad braucht diesen Treibstoff. Du musst also nicht nur die Armee ausschalten und das Lager einnehmen, sondern auch das Benzin sichern. Das musst du clever anstellen, Dani. Such dir eine erhöhte Stelle und benutze dein Telefon, Kameras und Alarme auszukundschaften. Ja, verstanden. Ja, hier wird's jetzt ganz, ganz böse. Nützlich sein. Hab und gut verteidigen. Alter. Okay. Die beiden haben wir schon mal markiert. Ich weiß nicht, wenn er jetzt hier reinkommt, können wir ihn holen. Weil er ist jetzt auch gerade hinter dem Truck, aber... wie gesagt, die KI kannst du mittlerweile nicht mehr vorhersehen. Aber wir haben auch noch Tischtennisbälle, die wir werfen können. Oder Baseballs. Baseballbälle. Was ist hier? Tank. Ich kann... Aber das ist doch dämlich, wenn ich jetzt den großen Tank zerstöre, oder? Wäre doch ziemlich dämlich. Hoffentlich ist hier oben keiner. Oh, Glück gehabt, aber einer hat mich gesehen. Irgendwo. Gift. Er hat Gift als Waffenmunition? Was ein Sack, ey. Okay, hier haben wir wieder einen Käfig mit einem wilden Tier drin. Das macht immer Spaß. Okay. Er muss auf jeden Fall ausgeschaltet werden. Egal wie. Ich könnte erstmal das Tier da hinten befreien. Das ist der erste. Hier wird... Alter, wer greift denn hier an? Oder hat irgendjemand versehentlich eine Granate fallen lassen? Aber die meisten machen das nicht, ne? Oh, Alter, er sieht mich. Er sieht mich so hart. Hau rein. Oh, toll, ey. Nicht runterfallen, du Idiot. Scheiße. Das haben alle gesehen. Ja gut, die beiden hier vorne nicht, aber sie hat es auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall. Er ist auch weg. Sie checken ja gar nichts. Sie sind einfach alle unter mir und checken nichts. Alles klar. Weg mit dir. Weg mit dir. Alter, der wird neben dir getötet. Guck mal hier.
Da kommst du nicht mal auf die Idee, nach oben zu gucken? Easy. Erobert. Oh yeah. Das war einfach, aber jetzt haben wir ein Treibstofflager. Sehr geil. Kein Alarm ausgelöst. Das hat Bock gemacht, obwohl wir nichts gelootet haben. Absolut rein gar nichts. Die Frage ist, kann ich jetzt meine Sniper verbessern? Ich will endlich einen Schalli haben. Ja. Ja, ich hätte den russischen nehmen sollen. Oder den amerikanischen. Waffenlärm wird etwas reduziert, die effektive Reichweite wird etwas verringert, überhitzt sehr schnell. Waffenlärm wird etwas reduziert, die effektive Reichweite wird stark verringert. Okay, das hier ist auch noch ein bisschen buggy mit dem Auswählen. Okay, also dann könnte ich mir auch eigentlich den hier machen. Aber ich hätte auch gerne eine neue Optik, weil die Optik, die ich habe, ist ja... Kannst ja keinem zumuten. Ja. Ja. Genau das will ich haben. Talismane. Hier habe ich noch einen Talisman ergattern können. Und... Ja. Tarnung. Easy. Geile Sniper schon drin. So, was jetzt vielleicht noch wichtig wäre, wäre... Was ist hier mit dem Rucksack? Kann ich damit was machen? Dynamit. Effektiv gegen Fahrzeuge. Ja, das klingt geil. Okay, ich bin irgendwie... Ich mach das so am besten. Ein rauchend erzeugendes Gerät, das Sichtlinien stört. Lautlose Wurfwaffe. Oh, sehr geil. Das muss ich auf jeden Fall reinnehmen. Und anstatt das... Nehme ich das. Bisschen Dynamit ist gut, ja. Macht Spaß. Hier kann ich noch nichts tun. Schade. Es gibt Tarnungen dafür? Ja. Es gibt 3 verschiedene Tarnungen. Geil. Feier ich. Secondary. Die Sache ist, nehme ich mir jetzt eine Pistole mit oder nehme ich mir die hier mit? El General. Waffenschaden mit erzielten Schüssen erhöht sich. Du bewegst dich schneller beim Zielen. Uff. Okay, die sieht geil aus. Die nehmen wir einfach rein, weil die geil aussieht, ja? Nehme ich direkt mit. Fahrzeuge. Was können wir denn mit den Fahrzeugen machen? Ah. Ja, das behalte ich erstmal. Ich spare erstmal ein bisschen was. Wir haben ja jetzt schon einiges ausgegeben. Ich könnte vielleicht noch eine Optik an meine zweite Primärwaffe machen. Und zwar an die hier. Oh, das geht nicht. Nee, ich habe kein Schießpulver mehr. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen looten. Haben wir hier nicht noch ein bisschen Loot? Hier haben wir ein bisschen ein Spritzerchen Benzin. Hier haben wir nix. Hier haben wir 4 Spritzerchen Benzin. Rosario ist tot und der Treibstoff fließt wieder. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Mira. Taufe das Kroko. Fluffy 6? Ja, Fluffy fände ich auch geil. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mach mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind hier sicher. Gracias, Danny. Erstmal den ganzen Sprit hier einsammeln. Und Level 2. Stimmt, wir haben die Angel ja jetzt bekommen. Das war ja die Angel-Mission. Jetzt können wir endlich angeln gehen, Leute. Bin mal gespannt, was mir das bringt. Hunger haben wir ja eigentlich nicht. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Danny. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Boah, wir schwimmen nochmal schnell zu dieser Vorratslieferung hier. Wie sieht das hier unter Wasser aus? Oh, sehr schön. Kann man nicht meckern. Aber
Die sind auf jeden Fall sehr wichtig, die brauchen wir. Und die holen wir uns jetzt noch schnell in dieser Folge, Leute. Dürfte wohl relativ schnell gehen. Und dann setze ich mich erstmal hier ins Gewässer. Oh, ich hatte gerade kurz einen Herzinfarkt. Schwimmt hier so ein Kroko mit mir. Aber dann dürfte mich auch, glaube ich, keiner mehr angreifen. Und dann werfen wir die Angel hier aus und angeln uns erstmal was Schönes. So, gleich geschafft. Funktürme haben wir auch schon, meine ich. Hier das Abwehrsystem, das müssen wir noch in 1000 Metern. Das müssen wir auf jeden Fall noch wegklatschen. Bin mal gespannt, wie schwierig das wird. So, was gibt's Nettes? Gib mir leckeres Schießpulver. Ja, nice. Schießpulver. So, Angel. Angel auswerfen. Das ist reinziehen, oder was? Meistere die Kunst des Angelns. Gucken wir nochmal kurz. Halte je nach Angelgebiet Ausschau. Jeder Fisch ist eine neue Herausforderung. Das ist wie bei Red Dead, denke ich mal. Aber ich glaube, bei Red Dead ist das noch ein bisschen geiler gemacht. Aber sehen wir jetzt. Öffne den Angelkasten, um die richtige Ausrüstung für den richtigen Fisch auszuwählen. Benutze R2, um Schwung zu holen und die Leine auszuwerfen. Okay. Aber hier gibt's nichts. Ziehen wir das erstmal rein und dann nochmal. Jopp. Ah, schön. Ruhig angeln, die Landschaft genießen. Die Sonne scheint. Es ist kaum besetzt mit Wolken. Wunderschön. Okay, Leute. Ich denke mal, das dauert etwas länger. Ich nehme mir die Zeit, gönne mir ein Schlückchen Sencha-Tee. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs zu Ende schauen, Leute. Denkt dran, das Video zu bewerten, falls es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, bis dann und ciao, ciao!